Hallo ihr Lieben, heute kurz und bündig, der Löwehase. Es nagt der Zweifel an den Löwehasen, ob sie forsch durchs Leben schreiten sollen, wie jener edle König der Tiere, oder sittsam und bescheiden, wie ein hoppelnder Hase. In diesem Zwiespalt stehen sie ihr ganzes Leben lang. Löwehasen sind beliebt. Man sucht ihren Rat, den sie freimütig jedem geben. Nur für ihre eigenen Probleme haben sie oft keine Lösung. Im Berufsleben drängen diese königlichen Hasen nach oben. Da sie jedoch niemanden etwas zuleide tun wollen, setzen sie sich nicht ganz so hemdsärmelig durch wie ihre Löwegeschwister anderer Sternenkonstellationen. Sie gönnen auch anderen den Platz an der Sonne. Löwehasen haben ein gutes Gespür für Geld und finanzielle Anlagen. Wenn sie die Großzügigkeit packt, können sie auch alles Hab und Gut zum Fenster hinauswerfen. Wer meint, da wolle ein Löwe Eindruck schinden, der hat sich an dem Hasen vertan. Löwehasen haben ein mildtätiges Herz, sie schenken gern und nicht, um sich ins rechte Licht zu setzen. Diese Sternenmischlinge lieben heiß und innig. Wer es richtig anstellt, dem verfallen sie mit Haut und Haaren. Das kann bei pathologischen Fällen bis zur Hörigkeit führen. Vor allem die weiblichen Löwehasen nehmen die Liebe sehr ernst. Sie kritisieren den Mann ihres Herzens nie, finden alles gut und schön, was er auch unternimmt. Selbst emanzipierte Löwehasefrauen kriechen da zuweilen zu Kreuze und schwören ihrem Stolz ab. Die Männer aus diesem Mischzeichen sind in der Ehe häuslich. Sie kehren nie den Pascha heraus, sondern den hilfsbereiten Partner, der seiner Frau alles von den Augen abliest. Von raffiniert schmeichelnden Partnerinnen werden solch liebenswerte Ehemänner bis aufs Blut ausgesaugt. Und wenn die Liebe im Spiel ist, merken diese es gar nicht. Das war der Löwehase. Für mehr Videos im Bereich Esoterik, Produkttests, Haushalt und Gesundheitstipps würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Video. Tschüss!